Moin Moin, herzlich willkommen liebe Leute, Let's Play Gold Rush The Game. Wir sind jetzt wieder ordentlich am Gold schürfen. Hoffen natürlich, dass wir heute auch ordentlich was finden hier. Geht direkt weiter. Erstmal abkippen. Jetzt haben wir die eine Schaufelcam. Da muss ich erstmal gucken, ob ich damit zurechtkomme. Man sieht nämlich so ein bisschen besser vom Schaufeln her. Ich dachte, man kann es ja mal versuchen. Aber ich finde, man kann so viel schlechter einschätzen, wo die Waschanlagen stehen. Also hat Vor- und Nachteile dieser Ansicht. Das ist schon mal Fakt. So sieht man richtig gut, wo man hingeht. Aber mir gefällt es nicht. Ich bleibe lieber so ein bisschen in dieser Draufsicht. Da hat ja jeden so ein bisschen das seine. Schade, dass ich würde gerne sonst noch ein bisschen weiter rauszoomen eigentlich, aber das geht leider nicht. Deswegen, wir stellen das mal so hin, ne? Die Kamera. So, dann wollen wir mal wieder gucken, dass wir heute ein bisschen besser baggern. Aber gleichzeitig natürlich auch mal versuchen, wieder ein bisschen tiefer runterzukommen. Gibt's ja nicht. Magnetitanhänger, meine Magnetiteimer ist da unten schon wieder voll. Aber ich glaube, wir sollen das jetzt einfach mal durchziehen, bis wir die Goldeimer wieder voll haben. Beim Magnetiteimer haben wir da unten schon genug. Wenn wir das jetzt einigermaßen hinkriegen, schnell ordentlich zu baggern, denn sind ja auch beide Anlagen die meiste Zeit am Laufen. Denn wir wollen jetzt ja auch einen riesen Cleanout kriegen. Ja, riesen Cleanout, weiß ich nicht. Aber wir haben, also wenn wir das Material ein bisschen konzentrierter verarbeiten. Der vorne ist sogar schon wieder zu 50% gefüllt. Dann müssen wir uns wieder ein bisschen um die hintere Waschanlage kümmern. Hier ein bisschen mehr Material reinschmeißen. Und die kann man natürlich trotzdem noch weiter bedienen. Wir haben auch schon ordentlich was weggebaggert hier, ne? Ein paar Kubikmeter sind das doch schon. So, jetzt hier nochmal, dann haben wir auch einen Ausgleich wieder. Die sind beide wieder auf gleicher Höhe. Man vertraut immer darauf, ne, dass die Baggerschaufel voll ist, aber es sieht ja auch immer ganz gut aus. Da kann noch ein bisschen mehr rein. Prozent. Jetzt müssen wir halt erstmal wieder umdisponieren. Jetzt kommt in die näher liegende Waschanlage wieder eine ordentliche Schaufel rein.
alle. Das reicht aber noch nicht ganz. Wir müssen hier vorne noch eine reinspringen. So, das wird für die 10% reichen. Ja, das war dann wieder so eine wilde Kippaktion, die leider echt ein bisschen blöd war wieder. So werden wir mit Sicherheit wieder irgendwo sinnlose Haufen hinschütten. So, passt schon, wir machen beide aus. Und haben somit wieder genug Eimer zum Ausleeren. Na, hier ist leider gar nichts mehr drin. Warum eigentlich nicht? Ich glaube, den kriegen wir auch nicht mehr stehend, oder was? Wollen wir da einmal was mit der Schaufel weghämmern? So wird er gerade so stehen bleiben, wie wir sehen. Ja, lass uns erstmal hier die Goldeimer. Magnetit. Kommt hinten erstmal auf die Ladefläche. Lassen wir das Gold hier stehen und fahren gleich nur mit Magnetit weg, aber dann haben wir wieder eine ganze Reihe Eimer leer. So, das sieht hier aus, auch schön voll. Bestes Material. Da kommt ein neuer Eimer ran. So, jetzt haben wir natürlich auch langsam Eimerprobleme, weil wir gar nicht mehr so viele haben hier. Hier kommt noch ein neuer Eimer hin. Steht so doof, so genau hier so ein Stein rum, ne? Aber da kann man Fußball mitspielen. So, den Eimer noch. Auch nochmal Magnetit. Dann hätten wir den hier noch. Dann kann man nochmal voll machen, ne? Aber gleich wird er weitermachen. Weil noch sind die Puppen ja auch nicht leer. 19%. Also hauen wir wieder rein. Gas geben ist hier die Devise. Wie es aussieht. Es ist schon wieder 19 Uhr. Der Bagger ist immer noch nicht abbezahlt. Aber da arbeiten wir dran. Ups, aber so nicht. Ich habe den Strom nicht wieder angestaltet. Heißt, wir machen ihn nur einmal schnell voll. Wieso ist denn der Eimer vorne schon wieder voll? Und dann schalten wir sie an. Spart uns ja jetzt auch so ein bisschen Zeit. Ja, einmal ist voll. Dann müssen wir eigentlich zwischenfahren. Ne? Wir haben hier, wie ihr seht, jetzt eigentlich fast nur noch Magnetit. Wir können natürlich auch unsere Goldeimer erstmal mitnehmen. Aber es ist echt blöd. Wir haben hier nichts. Der ist auch voll. Ja, das geht scheinbar. Man kann sie sogar stehen lassen und man kriegt nur Wasser oder wie. Ups. Was sollen wir machen? Wir haben so viel Magnetit hier, das reicht fast für zwei Ladungen. Ja, ich lasse die Pumpe hier noch oder den Generator noch so lange an. Wir machen jetzt von hinten das Wasser aus. Wir werden jetzt erstmal unsere ganze Magnetitkrams ausleeren, das Gold, was wir bisher geschürft haben, wieder vorbereiten, dass wir nochmal wieder leere Eimer bekommen. Ja, das ist auch fast leer. Hier ist das ganze Elektrokrams. Da müssen wir doch auch irgendwo noch
Kanister haben, ne? So. Mal hier voll. Ist, glaube ich, leer, ne? Ups. Genau, einmal schön tanken. Kann man gleich zu dem anderen. Man steht ja zu nah dran, deswegen glaube ich, geht's nicht. Unser Typ schifft nicht. Fällt mir gerade mal auf. Eine ganze Folge hat er jetzt schon nicht geschürft. Warum nicht? Was macht denn unser Fachpersonal? Ja. Zelle Old Arnold. Hogpen schon gut mit Anschluss für Wasserpumpe. Zuweisen. Gibt's ja nicht. Hauen wir da die ganze Zeit ein, der seit 20 Minuten nicht arbeitet. Ganz schön frech. Aber egal. Jetzt arbeitet er. Jetzt bringt er wieder ein bisschen Gold für uns rein. Da ist ein Verlängerungsstück. Da ist keine Pumpe mehr. Ja, und hier machen wir jetzt aus. Kippen ein bisschen was rein. Wir sehen, die Eimer sind schon wieder voll, ne? So, dann haben wir hier unseren Generator. Der muss auch noch was kriegen. Da müssen wir erst öffnen. Und erstmal ausmachen. Den dann bloß an die Seite so komisch gestellt. Jetzt füllt er auch auf. Lassen wir hier beim Generator stehen. Klappe zu. Hier ist erstmal alles aus. Der Bagger läuft noch scheinbar. Ups. Ja, heute machen wir nicht bei Nacht, ne? Wir sind ja finanziell mittlerweile ganz gut, dass wir eigentlich sagen können, komm, bei Nacht müssen wir nicht zwingend mehr arbeiten. Wir können auch in der Nacht mal ein bisschen schlafen. Hier hat man noch einen Magnetiteimer. Ja, das alles durch den Abschalter zu jagen, glaube ich, macht irgendwie wenig Sinn. Das bringen wir alles so, oder? Man könnte es ja mit einem Eimer testen, so ist es ja nicht. Ich gehe noch einmal rum und guck. Alle noch nicht voll, alles gut. Und hier die ganzen Goldeimer. Die werden wir dann auch nochmal filtern. Vorbereitet auf unseren besten Cleanout. Wird ja eigentlich passen, wenn wir das schaffen, auch am Sonntag bis zur nächsten Gold Rush-Folge. Sind wir wieder gespannt, ob Hoffmann das dritte Mal mehr schafft als Parker. Dann kommt er natürlich echt langsam unter Druck und Parker, glaube ich, kann nicht verlieren. Gut, auf geht's. Ein bisschen Licht. Dann fahren wir mit unserer wertvollen Ladung. Erstmal hier vorne zu unserer Base. Da haben wir erstmal genug zu tun. So, wie sieht es denn aus hier? Wir haben hier noch beide Eimer da drunter. Beide sind aktuell leer. Also einmal Strom. Angeschlossen ist er, ne? Sieht gut aus. Wir brauchen noch Wasser. Die Pumpe. Ist der Schlauch aktuell rein oder? Ne, hier kommt Wasser raus, so wie es aussieht. Ja, dann hauen wir erstmal unser gutes Material durch.
Guck mal, hier sind sieben. Stopp. Hier sind 87 Gold drin. Das wird mir reichen, um es erstmal ins Zelt zu stellen. 1, 2, 3 Eimer stehen hier schon. Das ist der vierte. Guck mal, dann können wir den da unterpacken wieder. Das Gerät können wir auch eigentlich anlassen. Hier ist der nächste Goldeimer. Gucken, was da überbleibt. 60%. Nee, 80. 90%. Einmal ist völlig ausreichend. Was wollen wir denn da was riskieren? Ich denke nicht. Und Start. Auch wieder 90%. Das sind ziemlich identische Ergebnisse hier. Und ihr seht, ne, unsere Regale für den nächsten Cleanout füllen sich. Ja, hier hätten wir auch was. Ja, aber liebe Leute, da würde ich sagen, machen wir morgen zu Ende. Dann werden wir nämlich morgen noch die ganzen Magnetiteimer hier einmal durchjagen und gucken, ob da auch noch ein bisschen brauchbares Material rauskommt. Schön wäre es ja. Kommt immer 90% bei raus und 10% Dreck. Ja, wie gesagt, ne? Ich danke euch fürs Zuschauen. Mit einem Like unterstützt ihr mich. Und wenn ihr morgen wieder dabei seid, freue ich mich. Bis dann. Und tschüss.